Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warlock Master of the Arcane. Diese Woche bloß eine Folge und ich habe eigentlich auf Enter drauf gedrückt, so, Dankeschön. Weil gestern keine Zeit. Und darum bloß heute eine Folge und ja, ich möchte gerne, dich schick mal auch einfach mal hoch, hinauf. Hinauf nach Lichdorf. So, Zug beenden. Wir haben immer noch ein paar unbekannte Großmagier. Und ich habe vergessen, dass wir hier ja wie heißt er denn? Ashar angreifen. Da steht's ja sogar, Ashar, der Weiseste. Attacke! Nicht mein... Hör auf! Nein! Okay, hier ist ein Drehmotor explodiert. Ja, greif uns ruhig an. Ach ja, da war ja was. So, Seeschlange, alles klar. Finsterlich wird angegriffen. Na komm schon. Die andere Seeschlange bitte auch. Da wird angegriffen durch einen, was ist denn das? Ein Blitzelementar. Griesenk und herzlich willkommen. Ach kommt schon, Monster. Macht schon. Ja, noch eine Seeschlange. Das gibt's doch gar nicht. Und wir müssen ja auch noch ein bisschen aufräumen. Weil hier auf, da glaube ich. Hier bei der neutralen Stadt hier, beziehungsweise bei der Monsterstadt, gibt es ja auch noch 10.000 Monster, die einfach so im Weg rumstehen. Und ich muss gerade husten. So, das war jetzt ganz dezent, nicht ins Mikro gehustet, sondern daneben. Aber besser wird's auch nicht. Gratulation, ihr habt erfolgreich einen neuen Zauber erforscht, Herr. Wir haben die große Untotenheilung erforscht, bringt uns 25 Todheilung. Und wir gehen mal, was bist du? Ja, okay, Geisterherbeirufung, warum nicht? In der Lethum Vicus bauen wir eine Mannerzucht. So. Dann greifen wir hier jetzt mal an die Seeschlange. Mit dem Vampir brauchen wir es nicht mehr, weil Seeschlange weg. Hier Drehmer. Hier Drehmer weg. So, kannst du da anlanden? Nein. Kannst du das hier kaputt machen? Bestimmt nicht. Sag ich doch. Darum mal einen kleinen Feuerball. Kleinen Schattenschlag. Einen Schattenschlag da drauf. Zack. Dann ist hier frei. Du kannst anlanden. Dich können wir jetzt heilen mit der großen Heilung. Und alles ist prima. Naja, so viel haben wir jetzt nicht dazu erhalten. Aber hier haben wir doch eine Stadt entdeckt, nämlich Neubigden. Neu Big Ben. So, du greifst den Feuerelementar an. Und was mir gerade noch einfällt, die Folge heute kommt anscheinend etwas später raus. Weil normalerweise habe ich immer alles im Voraus produziert, aber die Folge von heute. Jetzt ist genau 1 Uhr, beziehungsweise kurz nach 1 Uhr. Und ja, bis ich das alles render und hochlad, dauert es noch ein Weilchen. So, jetzt muss ich mal schnell Mikro ausschalten und husten, weil das geht ja nicht mehr. So, ich glaube, von wegen. Jetzt ist es besser. Das gibt's doch nicht. So, hier die Drehmerburg.
Streberburg ist weg. Eure Getreu! So, du kannst wachen. Du. Ja, einfach hier auf den Kobold. Warum denn nicht? Hey, Kobold weg, super. Du. Du wirst hier mal rasten, dann können wir dich rüberschicken nächste Runde. Auf die Drehmer, fertig, los. Da müssen wir dann wieder... Wahrscheinlich übersteuere ich jetzt, wenn ich mache. Oh, naja. Eine Mana-Zucht ist fertig und das andere habe ich nicht gesehen, weil ich nicht gesehen habe, was da stand. Weil ich bin ja mit was anderem beschäftigt. So, du lebst noch. Okay. Hier eine Karawolle greift uns an. Nicht so schlimm. Da laufen ein paar Drehmer-Einheiten rum. Da unsere Vampire. Ist alles nix so spannend. Tolle Deutsch. Aber ja, doch. Monsterchen, Monsterchen. Beeilt euch doch mal ein bisschen. Nee, das geht von der Silbenanzahl nicht. Spiel, dankeschön. Meteore sind vom Himmel gefallen, allerdings keine Ahnung wo. Und gegen die Blitzelementare machen wir fast keinen Schaden. Ist doch nicht. 14 Schaden von 115. Ich schau noch mal, gegen Tod sind sie immun. Was machen wir eigentlich? Ja, wir machen Elementar und Tod. Gegen Elementar 90. Eieieiei. Das kann ja dauern, bis wir fertig sind. So, der Feuerelementar, der ist weg. Und schon wieder Anzeigefehler. Was ist denn mit dem Spiel los? Das gibt's doch nicht. So. Das hier sind allerdings Vulkane, das heißt, ich muss es absenken. Allerdings, ich habe die Karte schon wieder verloren. So, kannst du die Stadt einnehmen? Kannst du nicht. Du kannst die Stadt einnehmen. Warum kompliziert, wenn es einfach geht? Meine Güte. Du greifst mal hier das Feuer an. Zack, vorweg. In Galakaren werden wir die starke Ratte angreifen. Und ein Level Up für unsere königliche Wache. Die erhält mal Elementar- und Todresistenz. Wir können hier ganz schön weit in den Süden blicken. Interessant. So viel haben wir hier ja nicht. Also so viel Spannendes, meine ich. Und hier kommen auch immer wieder neue Einheiten. Und das nervt gerade ganz minimal. Das mit dem schwarzen Rändern beim Bewegen. Das hier. So, kann ich dich irgendwo rüberschicken? Hier kann ich dich rüberschicken. Dann einen Teleport. 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 So, dich hier rüber. Super. Kannst du, wenn ich dich hier hinschicke, kannst du auf das Rohr. Sonst nicht. Was ist das für ein Blödsinn? Okay, ich habe einen Bug entdeckt. Yay. So, hier. Entschuldigung. Haben wir überhaupt eine Landabsenkung? Landschaftsabsenkung. Nö, aber wir können das hier machen. Zack. Dann haben wir hier Wasser. Da fällt mir ein Lied ein von Santiano. Landerhebung können wir dann in der nächsten Runde anwenden.
Akku. Hier gibt's keine Steinewerfer. Okay, das ist schön. Dann räumst du mal ein bisschen auf. Jetzt hör doch auf mit dem blöden Husten. Ich habe gedacht, es wäre wieder besser, aber anscheinend habe ich wieder einen Rückfall. Weil die Nase, die ist wieder voll verstopft. Finde ich super, ganz ehrlich. Und der Hals kratzt ein bisschen. So. Langsam reden, dann kommt auch das raus, was du sagen willst, Kurzi. Weil wenn du schnell redest, kommt da bloß ein Blödsinn raus. Grammatikalisch mal überhaupt. Was greifst du an? Bist du weg? Nein, du bist nicht weg. Okay. Hier noch eine Seeschlange, um die wir uns nicht kümmern können. Balletum Vicus ist nicht stark genug dafür. So. Dann hier das Landerhebungsdings. Und nochmal ein Landerhebungsdings hier hin. Und wenn wir schon dabei sind, ein Landerhebungsdings hier hin. So, wahrscheinlich werde ich jetzt alle Siedler verlieren auf dem Weg dahin. Weil auf Lava-Hügeln verlieren wir Leben, auf kontaminierten Hügeln verlieren wir Leben und da können wir ja nicht rüber. So, du wartest hier mal. Sollen wir die Stadt gründen? Hier am besten auf diesem Feld. Dann werde ich die Brücke hier rüber bauen zu den Vulkanen. Und dann hier irgendwie noch eine Siedlung gründen. Wenn alles so hinhaut wie gedacht. Und es ist auch immer so schön, wenn die Stimme einfach so plötzlich versagt, ohne irgendwelche Ankündigungen. So. Der magische Turm macht auch ordentlich Schaden, muss ich sagen. So, du greifst mal das Vor an. Und ich glaube, so habe ich auch schon 10.000 Mal gesagt. Stolz und bereit. Da. Jetzt kann ich wieder nicht aufs Feld. Wenn ich allerdings vorgehe, gehe ich rüber. Super. Naja, egal. Dann wirst du hier mal nichts machen. Du zerstörst die Kara. Nein, das war keine gute Idee. Naja, jetzt kannst du wenigstens rasten. Kannst du nicht. Dann halt nicht. Puff. Und ich darf den Kopf nicht mehr so oft bewegen, meine Güte. Weil, wie gesagt, ich habe ja ein neues Mikro. Quatsch, ein neues Headset. Mit Mikro, selbstverständlich. Weil sonst wäre es kein Headset. Auf jeden Fall. Das neue Headset, beziehungsweise jetzt das neue Mikro, ist so empfindlich, dass sobald ich den Kopf bewege und das Kabel, weil ich mag solche kabellosen Dinger nicht, weil die verliere ich immer. jedes Mal, wenn das Kabel, also wenn ich den Kopf bewege und sich das Kabel am Hemd treibt, nimmt das Mikro das Ding halt auf. Dann habe ich so ein und das kann ich halt in der Postproduktion auch nicht wegmachen, weil sonst die Stimme weg wäre. Die Stimme ist sowieso weg, aber bum bum, nix los in der Hose. So. Und ich sollte nicht mehr so sagen, weil das nervt mich schon selbst. Selberst. So. Nein, 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 nein. Kein so. Also. Die Monster sind fertig, wir sind wieder dran. In Finsterlich können wir ein... Ja. Komm, wir bauen mal ein Demologie-Seminar auf hier dieser infernalischen Gruft. Erinnert mich gerade an Dungeon Keeper. Also die von früher, nicht das heutige von EA.
von Peter Molyneux, damals glaube ich war das noch. Die Dungeon Keeper. Sie werden büßen. Das waren damals noch Zeiten. Ich habe das damals eigentlich nie richtig gespielt. Aber bei GOG gab es ja jetzt vor, also GOG.com, gab es vor ein paar Monaten, glaube ich schon, ein Angebot, wo man Fernkampf, nee, Fernkampf nicht, dann erhältst du mal Elementar Tod, brauchen wir auch nicht. Stadtkämpfer, warum nicht? Bei GOG gab es vor ein paar Monaten ein Angebot, wo man Dungeon Keeper Gold, also den ersten Teil, gratis erhalten hatte. Und ich muss gerade wieder husten. Gibt's doch nicht. Kurzi, halt die Klappe. Königliche Wacht. So, du wartest mal hier. Du kannst den Bremerkrieger angreifen und sogar einen Punkt abziehen. Super. Ihr wacht. So. Hör auf, so zu sagen. Das nervt. So, hier. Okay, das ist auch super, wenn man sich mit sich selbst streiten tut. Und sei bitte grammatikalisch korrekt, tut, sagt man nicht. Tut. Okay. Ha, ich habe mal nicht so gesagt. Mannerzucht ist fertig. Unbekannter Großmagier. Hier haben wir noch irgendein Was ist das? Irgendein Angebot erhalten. Ich weiß allerdings nicht von wem und warum. Okay. Jetzt sage ich wieder 10.000 Mal okay, bis mich okay nervt und ich dann wieder auf so wechsle. Monster. Schneller. Danke. Ihr habt eine neue Anfrage erhalten, Herr. So, das... Jetzt habe ich schon wieder so gesagt. Schreibt doch bitte in die Kommentare, ob euch irgendwie ein Synonym für so einfällt. Körperlosigkeit, interessant. Wir haben Geisterherbeirufung erforscht und gehen auf die Aufhebung, weil das am schnellsten vorbeigeht. Hier Mannerzucht auf dem Schneehügel. In Kurzivis und in Litschdorf bauen wir auch ein... Eigentlich ein Mana-Gewölbe, oder? Nein, erst eine Mana-Zucht und danach ein Mana-Gewölbe. Hier baut einen Fervus-Tempel. Dann würden wir einen Tiermeister erhalten. Allerdings... Fervus. Ich glaube, die Aufgabe werden wir nicht machen. Du spinnst. Die Aufgabe werden wir nicht schaffen. Weil wir haben nirgendwo einen heiligen Boden und auf Fervus habe ich sowieso keine Lust. Weil wir sind ja Krypta. Wir sind der Krypta geweiht. So, hier. Hör auf mit so und mit Husten. Und was mir gerade noch einfällt, Birn-Odin. Ich glaube, dein Zauber hat überhaupt nicht geklappt. Weil einerseits ist der zu dir gegangen, andererseits habe ich den immer noch. Ich glaube, du hast da irgendwas mit der. Du bist schon sicher, dass es der richtige Zauber war und du nicht aus Versehen eins runtergerutscht bist beim Todeszauber oder so. Weil das wäre dann nicht so toll. So, vor. Und neu Big Den. Gut gemacht. 111 Schaden. Halleluja. Du erhältst plus 20% Tod. Und Angriff. Und minus 6 Schaden. Das nützt doch gar nichts.
hier noch das Bremer Tor einmal angegriffen. Und ich muss wieder husten, beziehungsweise jetzt sogar niesen. Und ich versuch's mir zu verkneifen. Okay, kein Nieser. Okay, super, super. Schön, hier wird gerade ein Werwolf liquidiert. Anscheinend von Bremern. Glaube ich zumindest. Die machen bei unseren Vampiren eigentlich überhaupt keinen Schaden. Der versucht sich zurückzuziehen. Lechtum Vicus ist bald auf 0 Lebenspunkte runter. Ist allerdings nicht so schlimm, weil von Osten aus dürfte eigentlich kein Gegner kommen. Und wenn, dann teleportieren wir halt schnell einen hin und fertig. Lechtum Vicus, eine Mannerzucht. Weil ganz ehrlich, Warlock ist nicht so das schwere Spiel. Ich war etwas ja, verängstigt, als man mir sagte, ich soll doch auf unmöglich spielen, den Dremer-Modus. Aber anscheinend läuft alles viel zu gut. Also ich will jetzt nichts heraufbeschwören, besonders mit Birn-Odin als Zuschauer. Also nichts gegen dich, Birn-Odin, aber du mit deinem Zauberbuch, da muss man schon Angst vor dir haben. Oh. Oh. Okay, Levitation brauchen wir nicht. Wir können, also nicht wir, sondern Andi kann ja schon fliegen, aber die Zombie-Herbeirufung würde mich mal interessieren. Ist aber bloß ein ganz normaler Zombie. Das ist langweilig. Aber okay. Was man hat, das hat man. So, die Karawolle ist futsch. Solange das nicht unsere ist, sondern die vom Gegner, ist mir das bloß recht. Du wirst jetzt rasten, weil du kannst ja jetzt rasten. Ja, ich will vor. So. Kasum. Vor ist weg. Neubigden müsste auch bald erobert sein. Diese Folge auf jeden Fall noch. Älteste. Du erhältst Geistleben, Geist. Oh! Geistleben auf jeden Fall. Jetzt haben wir keine negativen Resistenzen mehr. 140 Gold gefunden. Dann können wir hier die Verdorrung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier alles schon Land war oder nicht. Darum, wir müssen sowieso bloß zwei machen. Okay, hier die Verdorrung und da die Verdorrung. Bei Nahrung haben wir noch im Überfluss, also so schlimm ist das nun auch nicht. So, du wirst jetzt hier mal eine Stadt gründen, eine neue, nämlich Schweinewald. Eine neue Stadt wurde gegründet, Herr. Okay, der Name passt jetzt nicht so unbedingt. Landschaftserhebung, werden wir mal hier die Landschaftserhebung anwenden. Und wahrscheinlich dann aus Versehen eine Landbrücke machen. Ich glaube nicht, aber das war keine so tolle Idee. So im Nachhinein gesehen, aber ist ja nicht so schlimm. Haben wir eigentlich noch genug Mana für eine Verdorrung? Haben wir. Dann hier den Lavakumpel. Den Labahugal. Du wirst wachen. Du wirst angreifen. Die Seeschlange ist weg. Zwei leben noch. Du machst sowieso keinen Schaden. Also warum lasse ich dich eigentlich noch da? Keine Ahnung. Und hier Krieg zwischen Ashar und Koniglitch. Ashar und Koniglitch. So, ein Angebot. Wir greifen uns wieder irgendwas an. Monster. Monster greifen uns an. Monster greifen uns an. Ein Monster greift uns an. Zwei Monster greifen uns an. Drei Monster greifen uns an. Vier Monster greifen uns an.
Ach, komm schon. Die Monsterrunde dauert auch immer ewiglich. Ja, ja, greif uns ruhig an. Minus 4. Das werden wir ja niemals überleben. Ja, ja. Kommt schon. Ihr nervt. Kommt schon. Ich will wieder dran sein. Ach komm. Monster, hör auf. Monster. Danke. Ihr habt eine neue Anfrage erhalten, Herr. Tötet die Raubspinne. Hier oben beim Portal ist gleich erledigt. Nämlich jetzt. Und wir erhalten 170 Gold. In Holy Gold können wir noch ein Handwerkerviertel bauen. Und ein Angebot. Aisha hat eine Frage an euch. Eine kleine Frage. Also das Angebot würde mir sogar gefallen. 165 Gold ist jetzt nicht so viel, aber die Feuerelementar-Herbeirufung. Aber nein. Das war jetzt die Langversion für nein. So. Neu Big Den wird angegriffen. Neu Big Den wird erobert. Halleluja, Seeschlangen. Nicht schon wieder. Du greifst Drehmer an. Husten. Geh weg. Eine Kürbiszucht. Oh. Schrein des fauligen Kürbisses werden wir gleich bauen. Für Nahkämpfer, Monster, Fernkämpfer, Zauberer und Heiler. Bitte husten. Hör auf. Hör auf, husten. Bitte. Bitte. Die Folge wäre auch gleich aus, sodass ich mich dann aushusten kann. Mal schauen, ist hier irgendwas? Nein, keine Verbindung. Das ist schön. Fangen wir an. Ja, Attacke. Hier Blitzelementar. Und hier. Du. Ja, schauen wir mal, wie so ein Zombie ausschaut. Ganz normal. Mit neuen Angriffsschaden. Du erhältst mal alles Mögliche, weil Gold haben wir genug. Jetzt machst du ganze 11 Schaden und. Das hat sich total rentiert. Darum wirst du wachen. Und. Hier Drehmerkrieger angreifen und dann noch eine Runde und dann müsste der Drehmerkrieger hier weg sein. Du. Gibt's hier irgendwas? Nein. Hier nein. Stab des Frostmarschalls. Stab des Frostmarschalls. Die Stimme versagt mir wieder. Ansonsten nichts Spannendes entdeckt. Karawolle kann rekrutiert werden in Neu Big Den. Und die ganzen Schiffe hier kommen anscheinend aus Galakarren. Oder? Weil sonst gibt's ja, oder? Können neu bekitten, weil Galakarren ist ja egal. Nicht so wichtig, nicht so spannend. Hier haben wir ein Schiff von der Drachenkönigin. Da müssen wir was dagegen tun. Beziehungsweise, solange sie nicht innerhalb unserer Grenzen ist, ist das ja egal. Am Zug die Monster. Jetzt dauert es wieder eine halbe Stunde, bis wir wieder dran sind. Neubikten wird auch angegriffen, aber darum werden wir uns gleich kümmern mit unserem fliegenden Linien-Galeus. So, die Zombies haben... Oh. Sie sind doch ganz schön resistent, muss ich sagen. Und gegen Blitzelementare sind sie... Oh. Es sind perfekte... Blocker. Ah. Es sind wirklich perfekte Blocker. Die verlieren fast keinen Lebenspunkt.
hauen aber auch nicht ordentlich rein. Aber dennoch, mit ein paar Zaubern sind die Zombies eigentlich super. Werden wir dann mal schauen in Zukunft. Weil das wird dann auch die, nicht die nächste Runde, sondern die letzte Runde sein. Attacke. So. Hier, Bündnis eingehen. Warum nicht? Du wärst sowieso innerhalb unserer Grenzen, aber ich meine halt auf dem Land. Hier See. Husten. Hier Seeschlange weg. Wahrscheinlich übersteuere ich wieder die ganze Zeit, wenn ich huste. Tut mir leid. Blitzelementar. Hier, Blitzelementar. Minus ein Schaden. Ist ja total langweilig. So, das Dämonengehölz hier ist schon mal weg. Wenigstens etwas. Du wirst hier wieder rasten. Nicht rasten, sondern warten eben. Und du kümmerst dich hier um die Seeschlange. Aber hat der nicht mal mehr Schaden gemacht? 57. Seltsam. Ich hatte in Erinnerung, dass er irgendwie mal mehr Schaden gemacht hat. Aber ich kann mich täuschen. Ich täusche mich ja des Öfteren. Hier brauche ich übrigens nochmal eine Landreinigung. Nein, Quatsch. Eine... Was war's denn? Ja, was war's denn? Was war's denn? Was war's denn? Was war's denn? Ich weiß nicht mehr, was das war. War das nicht die Landreinigung? Nee. Ach ja, das war die Landschaftsabsenkung. Die Landschaftsabsenkung. Hier. Dann werden wir das mal absenken. Unser Siedler steht jetzt mitten auf dem Meer. Ist jetzt nicht so toll. Den werden wir gleich verlieren. Darum werde ich hier mal nochmal schnell die die Landerhebung machen. Dass mir der nicht absäuft. Genau, so. Dann kannst du mal zurückgehen und dann werden wir hier das nochmal ausprobieren in der nächsten Runde, in der nächsten Folge. Aua. So, der Dämon ist weg. Hier, der Drehmer ist auch fast weg. Könnte ich theoretisch ein Feld vorziehen. Aber okay. Du wirst hier mal rasten. Du bewegst dich mal hier rüber. Und schaust mal, ob du Totentor irgendwie einnehmen kannst. Hier Wachen, hier Bauarbeiten, Mannerzucht, Dämonologie-Seminar und Mannerzucht. Bündnis mit der Drachenkönigin und meine Stimme versagt total. Und darum... Oh, Nahrung ist fast fertig. Aber ich kann nicht mehr, darum würde... Würde ich spontan sagen, weil auch die Zeit vorbei ist. Das war's mit der heutigen Folge von Warlock Master of the Arcane im Armageddon-Modus. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was euch so gefällt, was euch nicht gefällt an Warlock. Oder lasst einen Daumen da, abonniert mich, wie immer halt. Und ja, wie immer gilt, grüßlich euer Mr. Kruzi, Eigenwerbung inklusive. Bis dahin,